Ja, guten Morgen aus dem schönen Örtchen Randa. Ja, hier haben wir jetzt mal auf der Rückfahrt von Jukmajor, wo wir ursprünglich auf den Wochenmarkt wollten, aber wegen fehlender Parkplätze das Vorhaben aufgegeben haben, haben wir hier in Randa angehalten und schauen uns mal den Ort an. Also es lohnt sich schon, hier mal das Auto zu verlassen. Egal ob 5 Tage oder 5 Wochen, eigentlich ist die Zeit, die man auf der Insel verbringt, immer irgendwo zu kurz. Warum sage ich das? Heute geht es wieder zurück ins eher kalte Deutschland. Wir hatten hier wirklich 5 wunderbare Tage, trotz des kleinen Wetterphänomens, was dann doch die Sonne nicht so hat scheinen lassen, wie wir es ursprünglich erwartet hatten. Nichtsdestotrotz hatten wir wirklich eine wunderbare Zeit hier auf der Finca, hatten die nötige Ruhe und konnten wirklich viel Energie danken für den Winter, der uns in Deutschland jetzt erwartet. Ja, in wenigen Minuten werden wir dann zum Flughafen fahren. Ich nehme euch nochmal mit durch das Leben im Flughafengebäude selbst. Und ich denke mal, dass ich auch unseren letzten Abflug 2021 von Mallorca filmerisch festhalten werde. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. On top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember bleeding times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you. You don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed. Then our love was.
dir meine Videos gefallen haben, dann lass gern einen Daumen da, abonniere idealerweise meinen Kanal und dann wirst du auch im kommenden Jahr wieder viel von Mallorca zu sehen bekommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hasta mañana, hasta próximo año. Adios.